Recht herzlich willkommen zur 222. Folge von City Skylines. Ja, wir waren letztes Mal wo stehen geblieben? Bei unserem kleinen Wohngebiet, was sich hier vorne befindet, wo wir dann noch Strom und sowas gelegt hatten. Warte mal, hier war das nicht. Wo war denn das jetzt? Hier war das. Beziehungsweise Windkrafträder gebaut hatten. Strom haben wir ja nicht gelegt, sondern die Windkrafträder ergänzt. Dadurch haben diese Häuser hier Strom bekommen. Und dann mussten wir noch gucken, ob der Reitstall irgendwie was kriegt hier. Und da ist noch ein Park, aber der Park, der braucht nicht wirklich Strom, ne? Wohl nicht, obwohl die Bäume wären dann auch blau, ne? Aber naja, das passt soweit. Hier wurde gerade noch ein Tower gebaut, das ist auch sehr schön. Was ist das eigentlich schon hier? Grünes? Ja, das ist schon Wohnraum, der da gebaut wird. Und siehe da, da kommt auch schon wieder eins. Und dann wächst das auch mit dem Strom. So, was haben wir hier für eine Möglichkeit? Können wir das anschließen hier? Hier können wir auch noch ein paar Häuser hinstellen, ne? Müsste man nochmal überlegen, oder? Aber wie ist die Frage, ne? Hier können wir noch reinbauen, aber dann hast du wieder zwei Kreuzungen aneinander. Es gibt dann auch wieder Probleme, ne? Vielleicht nicht so toll. Ja, lassen wir erstmal so. Wir haben ja erstmal noch genug da zum Bauen. Obwohl, da unten wird nachgefragt, ne? Wohnraum genauso wie Kommerz. Hier ist wohl gerade nicht so schön zu bauen, oder wie? Ah, hier kommt aber auch langsam was dazu, ne? Ist es denn hier mit Wasser erschlossen eigentlich? Ja, ist es. Komisch, dass es da nicht so läuft. Ist hier eigentlich noch der Feuerwehrturm? Ja, der ist sogar noch da, aber der bringt doch da jetzt eigentlich auch nichts mehr, oder? Naja. Wasser ist ein Problem, wie wir gerade sehen, ne? Heizung nicht, aber Wasser, das ist ja auch schön. Wasserpumpstation. Gibt's hier irgendwo Wasser? Er ist da. Können wir hier vielleicht noch was bauen, ne? Würde funktionieren. Dann machen wir das doch mal. Ah, das machen wir jetzt aber besser mit den Leitungen. Und dann ist das Wasser, kommt dann hier mehr. Jetzt gerade den Sprung gemacht, haben wir gesehen, ne? Oh, da kommt gerade eine Lieferung rein. Mal gucken, was das ist. Okay, 48%. Schauen wir mal. Okay. Gucken, wie viel er wegbringt. Holen tut er schon mal einiges. Ach, okay. Wegfahren tut er nicht. Der nächste kommt mit 52%. Irgendwas verpasst, dass der hier wirklich aufgelöst hat. Ist ja komisch, oder? Davon ausgegangen, dass er dann wieder wegfährt und beladen wegfährt. Schauen wir den nochmal an. 52%. Wir importieren wohl nur. Nächstes Schiff sehe ich nicht. Okay. Hier war da auch noch was, ne? Personenhafen. Was kostet das, wenn man das anmacht? 800. Boah, machen wir doch mal wieder an, oder? Müssen wir subventionieren, obwohl. Ah doch, jetzt kommt es gerade hier wieder ins Plus. Nach Cannes. Fertig, Schiff. Interessant, aber keiner fährt mit. Die Frage, ob hier überhaupt einer wartet, ne?
Gibt es denn hier überhaupt eine Möglichkeit, dass hier wer hinfährt? Das ist das Entscheidende, ne? Ja, so sieht's aus. Hier gibt's Kaninchenverkehr, ne? Wenn es hier Kaninchenverkehr ist, wer soll denn da hin? War jetzt hier irgendwo noch eine Haltestelle zwischen, ne? Ne? Nee, sieht nicht so aus. Das Depot ist da hinten, okay. Machen wir das aber hier mal. Und fahren dann hier rein. Das ist ja krass, ne? Ach so, bald da. Ja, das geht ja dann noch. Aber dann brauchen wir auch keine Haltestelle da mehr, sondern können hier einfach da direkt reinfahren. Nehmen dieses nochmal mit. Da war keiner, aber hier war noch einer. Die nehmen wir dann auch noch mit. Und schließen da das Ganze, ne? So. Da müssen wir mal gucken, ob sich das jetzt hier mit den Bussen rentiert in dem Sinne. Kommen Leute hier hin? Das ist die Frage. Bediente Passagiere letzte Woche. Null. Kann man auch zumachen gerade. Ist diese Straße hier? Also, da wird die Größe nur geändert von der Straße. Alles klar. Jetzt hätte ich noch gerne gesehen, welcher Bus dort ist. Diese Linie ist das. Den lassen wir uns dann mal genauer angucken. Die fährt gerade mit nichts los, aber da gibt es doch tatsächlich schon ein paar Leute, die da stehen. Okay, das ist da. Und das ist hier. Okay, Haltestelle und ist hier oben. Und da kommt ein Schiff angefahren gerade. Haltestelle war oben, ne? Kann ich das denn jetzt hier anklicken? Okay, da ist niemand drin und fährt wieder weg. Da ist auch niemand gekommen, steht da. Obwohl, da, jetzt wollte ich an der Bushaltestelle stehen, ne? Okay. Diese Linie nochmal gucken. Zwölf Leute warten. Das ist hier, ne? Ja. Da kommen wieder welche. Zwölf Leute warten immer noch. Werden es jetzt mehr, wenn der Schiff da angehalten ist? Ich glaube nicht, oder? Gucken wir mal. Okay. Zwölf werden gerade abgeholt. Und jetzt müsste man gucken, wie viele hier stehen. Okay, werden jetzt mehr. Jetzt ist die Frage, ob diese Masse auch die sind, die da einsteigen, ne? Gute Frage, nächste Frage, oder wie ist das? Bus kommt gerade. Gucken wir mal, ob die 69 da ein- und aussteigen können. Ist wohl so. Der Bus, der gerade da war, ist voll. Stehen noch 39 da. Erhöhen wir hier ein Fahrzeug. Dann kommt das nächste, wo einer drinnen sitzt. Er hat jetzt aber 30. Nämlich alle eingestiegen. Es stehen noch 9 hier.
Okay. Hier sind 11, aber kommen 2 volle Busse jetzt. So, mal gucken, wie viele Leute da aus- und einsteigen. Vom Schiff her jetzt, ne? Glaube keiner. Okay. Oh, da kamen gerade die Massen. 78, 87. Okay. 89, 90, 92, 93, 96. Es sind fast 100 Leute da. Der eine Bus kommt aber jetzt und da kommt schon wieder das nächste Schiff. Es wollen sehr viele Leute zu uns wohl. Oh, das eine ist kaum weg, dann kommt nochmal das nächste. Okay. 100 Leute. Lass mal noch ein paar Fahrzeuge hier reinkommen. 6 von 9 sind unterwegs. Hier haben wir jetzt eine Zahl von 143, das ist nicht so dolle. Sehr viel, 170. Okay, da kommen jetzt noch mehr. 200, über 200 Leute wollen hier in die Stadt. Da ist schon wieder ein Schiff. Ist jetzt, ne, kritisch. Leute. Da müssen wir gleich mal gucken, wie weit wir die wegkriegen, ne? Na, schon wieder ein Schiff. Jetzt sind wir schon bei 300 Leuten. Und das Schiff legt gerade erst an, das heißt, jetzt zählt er erst hoch. Über 300. Da ist jetzt ein Bus. Steigen jetzt auch welche ein, aber ist gerade wieder ein neuer Schwall Leute gekommen. Funktioniert, ne? 340. Okay. Und da kommen jetzt die nächsten wieder. 400. 420. 430. 450 haben wir jetzt. Schon wieder ein Schiff. Ein Schiff auf dem Schiff. So viele kommen da jetzt gerade. Da müssen wir mal gucken, wie wir wegfahren, ne? 420, da ist schon wieder ein Schiff. Ja. Jetzt müsste gleich der nächste Bus kommen. Okay. 500. 550. 600. 650. Okay, da war jetzt der Bus 30 weniger oder so. Ich glaube, die Leute kriegen wir da nicht alle weg. Wir erhöhen noch mal ein paar Leute. Ein paar Busse, nicht Leute. Jetzt kommen wieder 30 weg. Woanders stehen kaum welche, außer hier bei dieser Haltestelle, die dort ist. Aber die sind jetzt auch gerade weg. Mal besser hier gucken, was da passiert. 600. Kommt wieder ein Bus. 29 gehen mindestens weg wohl. Ja. Kommt gerade zum Glück kein Schiff hier.
So, ich drücke gerade die falsche Taste, deswegen kann ich da nicht weg. Okay, da fährt einer. Ja, dann kommen gerade wieder mehrere. Nee, das da unten ist ein Containerschiff. Aber zwei kommen auf jeden Fall. Ja, wir sind ein bisschen runter auf 500. Aber jetzt kommen ja wieder zwei Schiffe, ne? Müssen wir gerade noch gucken, wie wir warten denn hier so. Verdiente Passagier letzte Woche 93. Da sind 100 drauf oder fahren die 100 schon wieder weg? Ne, 100 sind drauf und 15 fahren weg. Gekommen und 4 fahren weg, okay. Springwood. Okay, sind angekommen. 100. 2 fahren. Fahren die hin nach Rockfield. Okay. Gucken wir nochmal in den ÖPNV, ne? Jetzt sind hier noch 450 am Stehen. Das ist jetzt. Ja. Nehmen wir mal 15, da ist schon wieder ein Schiff gekommen. Wir bauen ein bisschen ab, aber es sind noch reichlich Fahrgäste da. So, jetzt kommt noch ein leerer Bus dahinter. Aber noch weit über 300. Mal schauen. Kommt wieder ein Schiff. Mhm. Kommen wir das erste Mal jetzt unter 300? Nein. Ja, 299, aber da kommt der nächste Schwung und wir sind wieder über 300. Schon fast 400? Ne, über 400. Okay. Ja, schwierig. Und 400 wieder. Ersparte Autofahrten 77%. Das hört sich doch richtig gut an, oder? So, 282. Da kommt wieder ein Schiff. Und dann wieder 100 dran. Ja, zack, 500% machen wir jetzt. Gucken wir uns das ein bisschen später weiter an, ne? Also Bushaltestelle. Busdepot. Könnte man vielleicht noch einen Taxistand hinmachen. Mal für ein Taxi stand der Linie machen, ne? Aber so ein Taxistand muss man dafür haben, ne? Kann das sein? Okay. Was ist das? Keine Ahnung. Haben wir die mal alle abgerissen? Ne, die haben wir nicht abgerissen. Die haben wir deaktiviert vielleicht, ne? Kann das sein?
Jetzt muss ich erst den Taxistand gucken, was da passiert. Okay, Taxi im Einsatz 7. Wir beginnen und... Okay. Die werden schon alle gefahren. Und wo ist jetzt der andere Taxistand? Hier. Taxis in Warteschlange 0 von 5. Den müssen wir aktivieren. Okay. Ist die Frage, wann dann da irgendwo irgendwer hinkommt, ne? Hier ist alles deaktiviert, so wie man sieht. Aktivieren wir mal wieder. Aber dafür müssten wir jetzt mal in die Verwaltung gucken, ne? Hier. Wir machen nur Minus hier bis bei den U-Bahnen, oder wer ist das hier? Das ist auch negativ belastet, das Taxi. Eisenbahn ist ganz schlimm. Schiffe rentieren sich mittlerweile, okay. Machen 3000 Verlust. Ne, 2,8 jetzt. Tourismuseinnahmen, okay. Muss man das noch draufrechnen auf den Nahverkehr? Gute Frage, ne? Weiß keiner. Ja, das ist jetzt die Frage hier, wie sich das rentiert, ne? Gut. Aber ich sehe gerade, wir sind mit der Zeit schon fortgeschritten. Machen wir erst hier wieder eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.